Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abgehakt. Heute habe ich ein Thema, was wahrscheinlich viele von euch interessiert. Was ist eigentlich die richtige Ausrüstung für Overnighter, sprich ja, für eine schnelle Nacht am Wasser? Ich komme abends spät, ich gehe morgens früh, warum auch immer, weil ich vielleicht ein kleines Zeitfenster nur habe. Habe eine Nacht Zeit, hatte vorher Tagesdienst, am nächsten Tag auch und kann dazwischen halt die Nacht angeln. Viele von uns haben eben nicht mehr so die Zeit, sich ein Wochenende, vielleicht eine ganze Woche ans Gewässer zu setzen. Und so ist es bei mir eben auch. Ich angel unglaublich viele Overnighter im Jahr. Ich fische fast nur nachts. Das hat mit dem Fressverhalten von Fischen zu tun, zu denen es übrigens auch ein tolles Video in der Abgehakt-Serie gibt. Und ja, ich habe einfach auch tagsüber nicht unbedingt die Zeit, am Gewässer zu sitzen. Was brauche ich denn jetzt eigentlich, um nachts zu angeln? Das ist natürlich immer ein bisschen von den persönlichen Vorlieben abhängig. Ich kenne Angler, denen reicht selbst schon im April bis in den Oktober rein einfach nur eine Liege, auf der sie übernachten. Die nehmen oft gar kein Zelt oder Schirm mit. Bei mir ist es so, ich habe gerne ein kleines Dach über den Kopf und neben meiner Liege und meinem Schlafsack habe ich dann ganz oft, wie jetzt auch im Hintergrund, einen offenen Schirm dabei. Wenn ich dann im Herbst mit viel Regen rechnen muss oder auch im zeitigen Frühjahr, dann habe ich oft einen Schirm dabei, der vorne eine Front hat, der dann geschlossen ist. Aber das war's. Ich nehme fast nie ein Zelt mit. Ein Schirm ist schnell aufzubauen, schnell abzubauen und auch gut zu trocknen zu Hause. Das ist sicherlich ein Tool, was so meine Overnighter-Angelei ausmacht. Außerdem habe ich für eine Nacht meistens nur zwei Ruten mit. Selbst dann, wenn ich auch mit drei Ruten angeln dürfte. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass ich, wenn ich auf einem Futterplatz angel oder auch wenn ich Ruten stalke beispielsweise, rechts raus oder links raus, irgendwo im See oder im Teich, ich weniger Schnüre im Wasser habe. Das finde ich immer gut. Dazu gibt es zwei Videos in der Abgehakt-Serie zum Thema Angeldruck und zum Thema, wie schnurscheu sind Fische eigentlich. Ich angel immer dann ganz gerne nur mit zwei Ruten. Einmal wegen den Schnüren im Wasser, zum zweiten aber auch deswegen, weil ich mit zwei Ruten viel besser, ja, viel schneller bin. Ich kann eine Rute rechts legen, eine links legen, muss nicht nur eine dritte irgendwie irgendwo gucken. Die sogenannte Joker-Rute, die dann viele dabei haben und die in Wirklichkeit in den allerseltensten Fällen dann wirklich auch einen Fisch bringt. Also schnelles Aufbauen, schnelles Abbauen ist für mich wichtig. Ich für Overnighter-Angelei ist nicht nur wichtig, auf welches Tackle ich dabei habe, sondern zum Beispiel auch, wo angel ich eigentlich? Sind oft dann Gewässer, die ich dann wähle, wo ich vom Ufer aus werfen kann. Brauche also nicht nur extra ein Boot, ein Futterboot oder ähnliches. Ich kann meine Montagen werfen. Das finde ich unheimlich gut. Das geht schnell. Was habe ich noch dabei? Wicks. Meine Wicks sind ganz oft schon vorgebunden. Wenn ich mal einen freien Augenblick habe in der Freizeit oder eine Pause auf der Arbeit, dann binde ich mir einfach mal 3-4 Wicks fertig. Und dann habe ich schon das Thema, ja, Wicks auch erledigt. Was ich außerdem verwende, sind dann gerne Montagen, wo ich einen Haken tauschen kann. Zum Beispiel Multiwick zum Pop-Up-Angeln oder auch das umgebaute Multiwick zum Bodenköder-Angeln. Da kann ich nachts dann auch einfach einen neuen Haken reinmachen. Finde ich für Overnighter auch immer total cool, weil es eben schnell geht. Außerdem habe ich dabei, wenn ich zum Overnighter-Angeln unterwegs bin, meistens nur eine Abpackmatte, auf der ich dann abends auch sitze. So wie heute beim Filmdreh, dass ich einen Stuhl dabei habe. Das ist eher die Ausnahme anstatt die Regel. Da spare ich schon wieder eine ganze Menge an Gepäck. Da spare ich auch eine ganze Menge an Auf- und Abbauzeit, auch wenn so ein Stuhl schnell zusammenklappbar ist. Wenn ich 10 Sachen habe, die ich zusammenklappen muss und hier noch und da noch ein bisschen, jeder von euch kennt es, dann dauert es eben doch schon wieder morgens 20 Minuten länger. Und die Zeit, die fehlt mir dann, beziehungsweise die schlafe ich dann gerne auch mal länger. Ja, was habe ich ansonsten noch dabei? Immer ein bisschen Futter. Meine Futtermengen sind zum klassischen Overnighter-Angeln sehr, sehr gering, weil ich entweder die Fische dann vorher schon irgendwie in einer Region vermute und dann nur anangel mit ein bisschen Futter oder auch, wenn ich einen Futterplatz habe, dann meistens nicht viel Futter draufwerfe. Ich will die dann ja in der Nacht eher fangen und dann nicht füttern. Also auch Futtereinsatz ist eher gering, sprich wieder viel, ja, Gewicht auch auf dem Trolley gespart. Und dann habe ich meine Angeltasche noch dabei und das war's. Was habe ich in meiner Angeltasche drin? Da können wir einfach in der Abgehakt-Folge mal zusammen reingucken. Ich bin nämlich nur für einen Overnighter am Wasser unterwegs. Zum einen ist das eine ziemlich kleine und kompakte Tasche. In Wirklichkeit noch nicht mal eine Tasche, die eigentlich für Tackle ausgelegt ist, sondern eigentlich, ja, eine Kühl- oder eine Bait-Tasche. Funktioniert aber super. Vorgebundene Wicks, hatte ich gerade schon erwähnt. Dann habe ich dabei eine kleine Tasche, wo ich ein paar Köder drin habe, ein paar Pop-Ups sind da drin, ein paar Hardhook-Baits, eine wirklich kleine Angelbox,
Also manche werden vielleicht noch eine kleinere haben. Die schreiben jetzt wieder in die Kommentare, die ist ja riesig. Aber ich weiß, wie es bei anderen Karpfenanglern aussieht, die mit solchen Koffern da anrücken. Also eine relativ kleine Angelkiste. Da habe ich alles Mögliche drin. Gucken wir auch mal direkt rein zusammen. Wenn wir schon dabei sind. Upp. Eine Schere, ein paar unterschiedliche Vorfächer, ein paar unterschiedliche Haken habe ich da mit drin. Klar, Stopper, eine Ködernadel. Zwei Döschen mit Kleinteilen, also ich habe nie so viel Kleinteile mit, ein paar Safety Clips sind da drin, ein paar Wirbel, ein paar Schläuche und dann ist es fast erledigt. Dann habe ich hier noch ein paar Haken für verschiedene Situationen und ein bisschen Kleingebimmel, also wirklich nicht viel. Es würde sogar hier oben in die Fächer noch eine ganze Menge reingehen, brauche ich aber gar nicht. So, das habe ich dabei. Dann habe ich dabei eine Tasche mit Blein, ein paar Inliner, ein paar Safety Clips, je nachdem, was ich brauche, aber auch von jedem immer nur ein, zwei. Ja, eine Zange, die kann man immer gebrauchen, eine Waage, das war's. Meine Tasche ist leer. Also insgesamt, seht ihr, zum Overnighter-Angeln habe ich nicht so viel mit, zumindest für meine Begriffe nicht so viel mit. Wenn ich unterwegs bin auf langen Touren, dann ist das Auto voll, da sind die Boote hochgepackt. Ich weiß, mir werden jetzt auch wieder einige unten in die Kommentare schreiben, boah, ist das eine Menge, so viel braucht man doch gar nicht. Ja, ich will es mal damit rechtfertigen. Karpfenangler haben am Gewässer vielleicht immer ein bisschen mehr mit wie andere Angler. Und als Karpfenangler, finde ich, ist es gar nicht so viel. Ich kriege es alles schnell eingepackt. Aber sprich, wenn ich einpacke, brauche ich morgens ungefähr 15 Minuten. Dann habe ich alles auf dem Trolley und dann bin ich verschwunden. Und wenn ich alles auspacke mit Routen werfen und Co., ja, dann brauche ich ein bisschen länger. Dann ist es vielleicht eine halbe Stunde. Aber das ist für einen Karpfenangler, der eine ganze Nacht am Wasser sitzt, immer noch überschaubar. Jetzt bin ich gespannt, was du zum Angeln dabei hast, wenn du eine Nacht am Wasser unterwegs bist und einen Overnighter auf Karpfen machst. Schreib es unten in die Kommentare rein. Ich bin gespannt drauf. Ich bin gespannt, ob ich vielleicht auch neue Dinge entdecke, die ich selber noch nicht kannte. Und dann wünsche ich dir viel Spaß mit einer neuen Folge von Abgehakt.